Ich bin beleidigt. Ich bin sehr beleidigt. Ich werde seit mehr als 2 Jahren von den Politikern dieses Landes, dem besten Deutschland, was wir je hatten, zutiefst in meiner Intelligenz beleidigt. Gleich zu Beginn staunte ich, warum man, bevor man Kenntnis über ein Virus hat, eine Pandemie ausrief, obwohl die Krankenhäuser nicht voller waren als in mancher Grippesaison. Ich staunte, dass das RKI Obduktion verboten hat und der Herr Püschel in Hamburg hat sich darüber hinweggesetzt und hat kaum Opfer des neuen Virus gefunden. Ich fand es unlogisch, dass nicht unterschieden wurde zwischen an oder mit gestorben, sondern alles zusammen genannt wurde. Wie kann man die Gefahr eines Virus erkennen, wenn man sich nicht die Mühe macht zu unterscheiden, ob der Virus wirklich die Ursache war? Das erschloss sich mir nicht vom Logischen her. Und nach 2 Jahren hat dann ein RTL-Reporter wirklich nach langer Recherche herausgefunden, dass, ich glaube, 30% der Toten gar nicht an Corona gestorben waren. Da braucht er 2 Jahre dazu. Das war durch die Formulierung schon relativ früh erkennbar. Als das Bundesministerium des Innern, als da ein Mitarbeiter ein Papier veröffentlicht hat, nachdem er vorher versucht hat, sich bemerkbar zu machen, dass Angst bewusst geschürt wurde bei den Menschen und dass Zensur stattfand im Internet. Das war das erste Mal, dass ein Virus von einer Demokratie nicht bekämpft werden konnte. Dass ein Staat gesagt hat, wir brauchen andere Maßnahmen, andere soziale und gesellschaftliche Voraussetzungen, um die Bevölkerung gesund zu halten. Wir müssen Zensur einführen, wir müssen Inhalte sperren und so weiter. Das habe ich nicht verstanden. Fühlte ich mich wirklich beleidigt, dass sie damit durchgekommen sind. Das ist mir bis heute noch nicht verständlich, wie man damit durchkommen kann. Und ich bin zornig. Ich bin wirklich zornig. Ich schäme mich für meine Berufskollegen. Ich bin Mediziner und ich kann es nicht verstehen, wie man vor allen Dingen die kranken Schwachen mit schwacher Immunabwehr vordringlich impft mit einem neuen Material, wo Langzeitwirkungen nicht erkennbar sind. Das war früher ein No-Go. Das durfte man früher nicht. Jemand, der gerade noch infiziert war, der nicht genesen war, der nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, durfte nicht geimpft werden, weil die Gefahr von Nebenwirkungen zu groß war. Heute werden die vordringlich geimpft. Für mich unfassbar. Das beschädigt das Arzt-Vertrauensverhältnis, die Compliance, die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient, die ganz wichtig sind, damit der Patient seine Medikamente einnimmt und die Maßnahmen durchführt, die der Arzt ihm empfiehlt, werden auf Dauer für Jahre beschädigt. Ich kann es nicht fassen. Ich bin wirklich ratlos, wie sowas möglich ist und die Ärzte sich dafür hergeben. Ich weiß, dass Ärzte auch nur Menschen sind, die wollen auch nur Geld verdienen. Die hinterfragen nicht, wenn die Oberste, die EMA oder wenn das RKI Empfehlungen ausgibt und die Bundesärztekammer sich dahinter stellt, dann sagen die, na ja, da will ich mal nicht groß hinterfragen. Aber als allererstes bin ich doch dem Menschen verpflichtet und ich könnte nicht damit leben, schuld daran zu sein, dass ein Mensch schwere Folgen durch das Impfen erleidet, was er vielleicht, wenn er die Infektion gehabt hätte, nicht gehabt hat. Ich fasse es nicht. Ich bin wirklich von meinem Berufsstand zutiefst enttäuscht. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ich lese gerade dieses Buch, Der große Umbruch, Verfasser Klaus Schwab. Klaus Schwab ist Begründer des Weltwirtschaftsforums, wo sich die Mächtigen dieser Welt regelmäßig treffen mit nicht nur die Reichsten der Welt, sondern auch die Politiker, mit mächtigen Politikern, wo sie darüber reden, wie unsere künftige Gesellschaft aussehen kann und sie planen das. Und in diesem Buch ist ein Vorschlag oder ein Plan enthalten, wie die Gesellschaft künftig sich verändern soll. Nun wird jeder, der kritisch ist derzeit, der wird als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Ich möchte gerne wissen von all denen, die das tun, wie viel Prozent dieses Buches müssen wohl umgesetzt werden, damit man
aus dieser Verschwörungstheorie herauskommt und dass man feststellen muss, es handelt sich um eine wirkliche Verschwörung. 50%, 70%, 90% oder doch 100%, sagt man erst dann, es ist eine Verschwörung. Ich weiß es nicht, aber zurzeit sieht das Ganze aus, als ob ein Schritt nach dem anderen abgearbeitet wird. Normale Argumente finden keinen fruchtbaren Boden mehr, stoßen auf taube Ohren, und das macht mich sehr, sehr nachdenklich und ratlos. Ich fühle mich als Bauer auf einem Schachbrett, der von Leuten hin und her geschoben wird, wie in einem Schauspiel als, ja, muss ich wirklich sagen, ich fühle mich wie Statist, der ein Schauspiel aufführt. Ein irres Schauspiel in einer Welt, die ja mit der realen Welt, das 1 und 1, 2 ergibt, nichts mehr zu tun hat. Es kommt alles Mögliche raus, bloß nicht das, was man als logisch denkender Mensch erwartet. Wir haben nur eine Chance, uns diesen Leuten entgegenzustellen, und das heißt ziviler Ungehorsam, da nicht mehr mitzuspielen. Das ist die einzigste Chance, die wir haben.